Herzlich willkommen zurück zu Maniac Menschen. Und bei der letzten Aufnahme habe ich leider wieder Blödsinn gemacht. Und gehe zu Air Hockey wollte ich eigentlich nicht, wollte raus. Ich habe nämlich gestern einen Teil aufgenommen. Und als ich fertig war und mir das Video angeschaut habe, habe ich gesehen, dass das ganze Video schwarz war. Also einmal habe ich Blödsinn mit dem Ton gemacht und jetzt mit dem Video. Ja. Ich hatte auch einiges erreicht, ein bisschen was rumgegangen, einige Sachen haben nicht funktioniert. Ich muss jetzt mal überlegen, ob das, was ich jetzt getan habe, ob das jetzt eine Folge war, die ich aufgenommen habe oder nicht. Jedenfalls war mein Plan, dass ich... Ne, ich glaube, das habt ihr gesehen. Wollte all den Purpur und Tentakel rauslocken. Dazu habe ich den Strom abgeschaltet, um einen Alarm auszulösen. Aber hat nicht geklappt. Danach habe ich das Wasser abgedreht. Hat auch nicht geklappt, um den Alarm auszulösen. Und ich meine, das war aber eine Folge, die ich noch veröffentlicht habe. Also ich glaube, das habt ihr noch gesehen. Ein paar andere Dinge, die mir passiert sind, die habt ihr nicht gesehen oder halt, naja, nicht direkt im Spiel. Also ich habe das gestern, oder habe ich das heute? Naja, das habe ich am Samstag aufgenommen, genau, Samstagvormittag. Und während ich aufgenommen habe, ist einer meiner Mitbewohner zuerst zur Toilette gegangen, danach in die Küche und das konnte man in der Aufnahme sehr, sehr deutlich hören. Ja, das habt ihr aber leider nicht sehen. So, was mache ich jetzt hier? Wieso renne ich hier rum mit Bernhard? Ich warte, Moment. Muss ich mal schauen bei Sid. Okay, das ist offen. Was ich hier im Grunde genommen mache, ist jetzt einfach nur Zeit totschlagen, weil ich weiß nämlich, was passieren wird. Und ich renne jetzt einfach mal rum und rede ein bisschen, bla 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 bla. Und ich warte auf eine Cutscene. Mindest hoffe ich, dass sie kommen muss. Ich gucke nochmal bei Bernhard nach. Glaube, ich müsste die Polizei angerufen haben. Das könnte die Cutscene jetzt sein. Ja. Okay, das ist jetzt der Alarm von der Polizei. Sehr nervig. Schlimmer als der Alarm, als ich das Wasser abgedreht habe. So. Darauf habe ich gewartet. Das ist die Polizei. Auf geht's. Schnappen wir sie uns. Ärger mich nicht. Ganz schön sauer, der Polizist. Das ist Dr. Freds Labor. Geht beiseite. Unglaublich sauer. Da ist Sandy, angeschlossen an der Maschine. Das ist der Meteorraum. Du bist es, schleimiger Purpur-Meteor. Oh nein, ihr habt mich gefunden. Du kommst mit mir mit. Okay, jetzt brauche ich wieder Sid. So, und ich muss zugeben, das, was ich jetzt mache, da musste ich im Internet nachgucken. Das, weil zwar hat die Meteorpolizei jetzt den Meteor mitgenommen, aber sollte ich jetzt ins Labor gehen, ist der purpurne Tentakel immer noch dort. Was ich nicht gesehen habe, ist dieser kleine schwarze Fleck. Das ist nämlich ein Abzeichen. Den brauche ich gleich. So, Abzeichen. Damit gehen wir jetzt ins Labor rein. Na, ist da noch was? Nee. Da, dieses Licht sah ein bisschen komisch aus. Das Abzeichen. Jetzt kommt der purpurne Tentakel. Jetzt kann ich das Abzeichen, nämlich purpurne Tentakel, zeigen. Du arbeitest mit der Polizei zusammen.
Dr. Fred hat mich dazu gezwungen. Ja, sicher. Ihn bei seinen Plänen zu unterstützen. Es ist seine Schuld. Ich bin unschuldig. Er ist da drinnen. Holt ihn, verhaftet ihn, tötet ihn. Er ist verrückt. Ich helfe dir. Ah, jetzt auf einmal. Ich bin dein Freund. Vertrau mir. Du hast mich dreimal ins Du hast mich mindestens dreimal ins Verlies gesteckt. Mindestens. Wenn nicht sogar fünfmal oder noch mehr. Und jetzt? Oh, ich bin dein Freund. Ich bin dein Freund. Oh. Warte mal. Ich guck mal dieses geile Plan an hier. Karte des Hauses. Na, was passiert? Da ist nichts zum Lesen drauf. Okay, meinetwegen. Öffnen wir die Tür. Gehen wir jetzt ins Labor. Naja, ins Labor, dort wo Purpurn ist Tentakel, Eindringlinge. Ah, ist Sandy. So, jetzt wollen wir mal schauen, was wir machen können. Purpurn ist Tentakel. Geh jetzt einfach mal vorbei. Ah. Du hast es also geschafft, durch meine Sicherheitsvorkehrungen zu gelangen. Da waren keine. Da bleibt mir nur eins zu tun. Oh oh. Über die Selbstzerstörung aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nur ich kenne den Abbruchcode. Ah, scheiße. Da, alles fliegt in 2 Minuten in die Luft. Weiß nicht ganz genau, was ich jetzt machen muss, soll. Die genaue Zeit. 2 Minuten bis zur Explosion, okay. Abgeschlossen. Ah, warte. Ich hab doch die Schlüsselkarte. Die Schlüsselkarte muss ich hier rein. Jetzt die Tür öffnen. 1 Minute 45, oh Gott. Ah, die Tür ist offen. Geh rein. Weiß nicht ganz genau, was ich hier jetzt machen soll. Jetzt mache ich mal den Schalter, den habe ich gesehen. Okay, hat das jetzt was? 1:30. Na? Oh, was ist passiert? Ich fühle mich viel besser. Werde nicht mehr kontrolliert. Aber halt! Die Selbstzerstörung wurde eingeleitet. Ich versuche sie auszuschalten. Ich hab's geschafft. Du kennst doch den Code. Du bist der Einzige, der den Code kennt. Entschuldige, dass mein verrückter Plan so viel Ärger bereitet hat. Wie kann ich mich jemals bedanken? Bargeld wäre nicht schlecht. Sei kein Frechdachs. Ja, das war eine Möglichkeit, das Spiel abzuschließen, so wie es aussieht. Mit F7 kann ich ein neues Spiel starten. Das werde ich, glaube ich, jetzt nicht machen. Frage ich mich, ob noch ein richtig cooles Outro kommt, aber ich glaube, das war so ziemlich alles, was an Outro gibt. Und die Musik scheint sich immer wieder zu holen. Daher sage ich, das ist jetzt mein allererstes abgeschlossenes Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und leider konnte ich nicht das Ende zeigen, das ich zeigen wollte. Ich weiß nicht, wie ich damals das Spiel geschafft habe. Damals hatte ich kein Internet, gab keine Möglichkeit, irgendwo nachzuschauen. Ich hab's irgendwie geschafft, ich weiß nicht wie lange. Und wenn ich zurückblinke, habe ich auch das Gefühl, ich habe damals... Also war das Spiel viel, viel länger. Ich habe viel länger gebraucht als jetzt. Jetzt habe ich das Gefühl, das war nur ein sehr, sehr kleines Spiel. Naja, aber jetzt ist es halt vorbei. Also... Danke fürs Zugucken.
Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Oder eins von meinen anderen Let's Plays.